Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen positiven Kommentare. Ich habe mir jeden einzelnen durchgelesen, auch so gut es geht, alle beantwortet. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, heute geht es weiter hier mit meinem Dell-Projekt, mit unserem Intel Core i5. Den haben wir wieder im Stand gesetzt. Dazu gibt es ja schon ein Video. Display war defekt, haben ausgetauscht. Und vom optischen Zustand, wie gesagt, gefällt er mir sehr, sehr gut. Hier kaum Abnutzungsspuren, die Tastatur sieht 1A aus, keine Kratzer oder sonstiges, gut ein paar Fettabdrücke. Aber ansonsten alles tipptopp. Ja, ein kleines Problem hat dieser Laptop. Man sieht hier das Schloss hier. Wir sind gerade im BIOS. Und hier ist ein BIOS-Passwort vergeben. Der Verkäufer hat mir das Ganze verschwiegen. Ja, ein paar Zuschauer haben auch drunter geschrieben, es gibt eine Möglichkeit mit der einen Seite. Ich blende sie hier einmal ein, indem man hier die Systemnummer eingibt, beziehungsweise serielle Nummer oder Modellnummer. Dann kommt ein BIOS-Passwort raus und hier funktioniert das natürlich nicht. Ja, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, die zu, sage ich mal, 99% funktioniert. Habe ich schon ein paar Mal probiert, hat auch immer wieder funktioniert. Das ist hier unser CH341A. Ich blende sie einmal ein. Ja, das ist hier mein CH341A. Dieser Klammer hier, mit der Klammer gehen wir hier direkt auf den Chip drauf, auf den BIOS-Chip. Und das Ganze stecken wir hier in einen anderen Laptop oder PC ein. Und ja, ich habe das Ganze schon vorkonfiguriert, alles eingestellt. Und damit können wir das BIOS praktisch neu flashen, löschen lassen, ein Backup erstellen. Damit hat es bisher immer funktioniert. Ja, ich kann das Ganze gerne mal unten verlinken, beziehungsweise wenn ihr da Hilfe braucht, kontaktiert mich am besten per E-Mail und dann probiere ich euch ein bisschen Hilfestellung zu geben, wo man das herbekommt und so weiter, wie man das richtig benutzt und so weiter. Ja, dieser CH341A hat mich damals ca. 15 Euro gekostet, hat bisher immer funktioniert. Ich bin mal gespannt, ob es diesmal auch klappt. Es ist niemals eine Garantie, aber die Chancen stehen gut, dass es damit klappen sollte. Ja, der erste Step wird sein, die Abdeckung zu entfernen, Laptop ausschalten, BIOS-Chip ausfindig zu machen. Ja, hier übrigens, habe ich schon mehrfach in meinen Videos erwähnt, nach wie vor ist mein Lieblingswerkzeug, war echt günstig, unbezahlte Werbung, habe ich mir damals selber gekauft. Ja, tolles PC-Werkzeug, also hier ist alles drin, Schraubendreher, die notwendigen Bits, Saugknöpfe haben wir hier dabei. Ja, war damals wie gesagt echt günstig. Hier ist alles Mögliche dabei, von Saugknopf bis zu den verschiedenen Plastiktools. Alles, was man so braucht. Kommt man ganz gut zurecht. Es ist jetzt nicht das Ultra-High-End-Werkzeug, aber damit kommt man ganz gut zurecht. So, nachdem wir unseren passenden Bit gefunden haben, einfach hier einstecken. Ist wie gesagt magnetisch, oben dreht sich das Ganze mit. Und hier einmal schön alles aufschrauben. So, wir haben ja hier unseren Programmer und der hat ja hier 8 Pins und der BIOS-Chip hat auch meistens 8 Pins. Das Ganze haben wir hier einmal, so einen ähnlichen Chip mit 8 Pins und einmal hier. Jetzt müssen wir bloß ausfindig machen, welcher ist der eigentliche BIOS-Chip. Es kann sein, natürlich durch Dual-BIOS-Chips, dass man zwei Chips hat, kann auch sein, aber einer von denen ist der Hauptchip, sage ich mal, und auf den muss man den ganzen... Ja, auf den müssen wir dann hier drauf gehen mit diesem Programmer und das Ganze hier auslesen. So, ich probiere das für euch ganz gut hier einzufangen. Also, das müsste der richtige Chip sein, der BIOS-Chip. Klammer sitzt, da wo die Kerbe ist, muss immer das rote Kabel drauf sitzen. Und wir sehen jetzt hier die LED, die rote leuchtet und die gelbe leuchtet nur, wenn er soweit arbeitet. So, jetzt schwenken wir mal rüber zu dem Programm. Ja, ich mache das Ganze hier mit diesem Neo-Programmer. Das Ganze kann man hier entweder manuell, kann man den Chip auswählen. In dem Fall heißt er Giga-Device. Könnte man hier manuell auslesen. Da ist halt wichtig, darauf zu achten, auf die Spannungen. Das ist ganz entscheidend. Oder man kann das Ganze hier einfach auf Detect. Dann erkennt er das selber. So, ich habe jetzt schon mal einen Test gemacht. Habe das Ganze hier Read IC. Er hat den Chip ausgelesen. Ja, ich kann jetzt mal mit den Daten hier nichts anfangen, aber... Es scheint ja zu funktionieren. Man sieht es auch hier, Success. Wir machen nochmal einen Test. Read IC. So, er läuft jetzt. Ja, der Lesevorgang läuft jetzt. Wir sehen es auch hier an der kleinen LED. Run, die leuchtet. Ich mache es hier nochmal ein für euch. Jawohl, die gelbe LED leuchtet. Ja, die Klammer ist ein wenig wackelig. Da muss man immer ein bisschen drauf achten, ein bisschen spielen. Aber irgendwie kriegt man es schon immer hin. Ich sage, ich habe das mit dem hier schon öfters mal gemacht und hat eigentlich immer tadellos funktioniert. So, wir warten mal hier, bis der Lesevorgang abgeschlossen ist. 3,3 Volt in dem Fall. Die Bezeichnung hier stimmt nicht ganz überein, aber so ziemlich ähnlich.
In meinem Fall heißt es hier 25B127DSIG und hier steht 25Q127 und dann C steht hier. Aber das spielt keine Rolle, die Spannung passt soweit, er liest das Ganze aus. So, der Lesevorgang läuft noch, dauert ja ein wenig, jawohl, es hat geklappt. Sehen Sie auch hier, Success, das passt soweit. So, die Bitgröße haben wir hier auch und das müssten glaube ich 8 MB sein. Genau, 16 MB, hier sehen wir es hier oben. 16 MB groß ist der BIOS-Chip. So, bevor wir hier irgendwas verändern, wir haben ja natürlich hier die Möglichkeit beschreiben, lesen, das haben wir eben schon gemacht. Löschen, Erase heißt löschen. Save File, genau, wir speichern mal Backup, nenne ich das mal jetzt. Original. Backup Original. Machen wir als Bin-Datei und das Ganze auf Desktop. Ja, hier ist unsere Backup-Datei. Wir lesen die mal aus. 16 MB. Jawohl, ist eine Bin-Datei. So, auf die müssen wir ganz gut aufpassen. So, ich habe jetzt hier eine Datei gefunden. Wie gesagt, muss man ein bisschen suchen. Da gibt es ein paar amerikanische Foren, wo man sowas findet. Und was machen wir jetzt? Jetzt löschen wir das Ganze. Erase IC. So, Erase IC. Löschen. So, jetzt wird der Chip gelöscht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja, das Ganze natürlich auch auf eigene Gefahr. Ja, die LED, man sieht es ganz leicht. Die blinkt ganz leicht auf hier oben. Muss halt immer schauen, dass der Kontakt da sauber sitzt. So, Erasing Memory Success. Es hat geklappt. Als nächstes wählen wir jetzt die Datei hier aus. Öffnen. Open File. Clean BIOS öffnen. Ja, das Ganze machen wir jetzt einfach hier mit Write IC. Wir haben die Datei ausgewählt und probieren das Ganze mal. Start Programming. Also ich habe schon ein Video dazu, kann ich auch mal einblenden. Das hat damals bei mir erst beim dritten Anlauf geklappt. Und zwar daran lag es, beim letzten Mal lag es daran, dass ich das falsche File gehabt habe. Man muss ein bisschen suchen. Auch keine Angst haben. Zur Not haben wir ja unsere Backup-Originaldatei. Ja, spielen wir halt die wieder auf, dann funktioniert da zumindest der Laptop mit BIOS-Passwort. Wenn wir jetzt Glück haben, funktioniert das hier gleich beim ersten Mal. Und dann haben wir auch ein überschriebenes BIOS, in dem dann wieder alles funktioniert. Ja, was ich diesmal auch nicht gemacht habe, normalerweise beim letzten Mal habe ich hier die BIOS-Batterie abgeklemmt, das Ganze stromlos gemacht. Aber in dem Fall probieren wir es mal mit, sollte normalerweise auch funktionieren. Ja, sehen Sie auch hier, die gelbe LED leuchtet, das heißt, er schreit gerade tatsächlich. Ja, ehrlich gesagt war ich mir auch nicht ganz sicher, bei dem Laptop hier, der hat ja zwei Chips, da einer und hier einer. Und die Bezeichnung ist ähnlich, also entweder ist das ein Dual-Chip-Mainboard, ich habe auch keine technischen Daten dazu gefunden. Ich habe zuerst den hier ausgelesen, der war aber ziemlich leer von Daten her und der hier war tatsächlich etwas voller. Man muss ein bisschen mitdenken auf jeden Fall. Im Programm kann man ja auch einiges auslesen. Wenn es da ziemlich leer ist, dann deutet darauf hin, dass es nicht das richtige BIOS ist. Ich denke, hier sind wir richtig aufgehoben. Jawohl, es hat geklappt. Wir sehen es hier, Success, erfolgreich. Und wir stoppen das Ganze mal. So, das Programmieren hat jetzt geklappt. Jetzt kommt der echte magische Moment. Wir klemmen das mal hier wieder ab. Vorsichtig nach oben. So, und wenn der jetzt angeht, so, wir lassen erstmal die Abdeckung hier weg. Akku ist drin nach wie vor und wir testen mal. Jawohl, wir haben ein Bild. Zumindest die Tastatur leuchtet. Bild haben wir noch nicht. Dann warten wir mal einen Moment. Jetzt haben wir ein Bild. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass überhaupt was passiert. The amount of system memory has changed. Jawohl, jetzt gehen wir F2 zum Setup rein. Jawohl, es hat geklappt. Es hat geklappt. Ihr seht hier, das Schlosssymbol ist weg. Wir haben kein BIOS-Passwort. Wir können jetzt alle Einstellungen vornehmen. Es hat geklappt. Super, sehr gut. Exit. Schauen wir mal, ob der jetzt hochfährt.
Eventuell muss man noch ein paar Einstellungen vornehmen. Aber das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Schauen wir mal, ob er es schafft zu booten. Eventuell muss man noch was einstellen. Jawohl, das sieht doch sehr gut aus. Laufwerk wird überprüft, repariert. Ist klar, das BIOS wurde jetzt neu beschrieben, auch auf eine ältere Version, nicht auf die allerneueste. Updating your Firmware. Also er macht jetzt gerade hier ein Update auch. Ja, es wäre eigentlich ganz klug jetzt von mir, in dem Fall hier das Netzteil anzuklemmen. Habe ich ganz überhaupt nicht gemacht. Also kein gutes Beispiel. Auf jeden Fall während dem Update hier Netzteil anschließen. Ja, das schaut echt sehr gut aus. Also er macht hier ein Update. Und wie gesagt, mit meinem Neo-Programmer hat das Ganze wunderbar geklappt. Scheint tatsächlich funktioniert zu haben. So, wie man sieht, das hat geklappt. Windows ist wieder hochgefahren. Das BIOS neu beschreiben hat wieder geklappt mit meinem Neo-Programmer 2. So, wir starten den jetzt mal neu und gehen jetzt hier nochmal ins BIOS rein. Ja, hier nochmal zum Beweis. Wir sehen es, das Schloss ist weg. Wir können jetzt ganz normal hier Einstellungen vornehmen, zum Beispiel hier was aktivieren oder deaktivieren, Bootsequenz und so weiter. Wir können jetzt hier alles einstellen. Vorher konnte man das Ganze nicht machen, weil das BIOS war ja praktisch durch ein Passwort gesperrt. Aber jetzt ist es möglich. Hat in meinem Fall tatsächlich mit Aufnehmen gar nicht mal so lange gedauert. Ging eigentlich echt flott. So, ganz wichtig, auch hier, nachdem wir das BIOS neu geflasht haben, trotzdem ein Update machen auf die aktuellste Version, weil die File, wo ich gefunden habe, ist etwas älter, also eine paar Versionen älter. Und jetzt machen wir hier die aktuellste Version drauf und dann sind wir wieder up to date ohne BIOS-Passwort. Ja, der Laptop läuft echt flüssig, also alles ist jetzt installiert, BIOS-Update ist durchgeführt. Und ich habe mal jetzt zum Test, ihr habt es euch auch gewünscht, ja, ein paar Benchmarks habe ich heruntergeladen und wir testen das Ganze mal mit euch. So, es geht los mit dem Benchmark. Und klar, der ist jetzt hier auf volle Auflösung eingestellt. Ruckelt natürlich ein wenig, sieht man. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier auch keine GeForce-Grafikkarte oder so drin. Wir haben hier nur einen normalen i5 und Intel UHD Graphics. Ja, also es ruckelt schon auf jeden Fall. Wirklich flüssig ist es nicht. Ja, hier oben sehen wir es. 10 FPS ist natürlich nicht für High-End-Games geeignet. Also jetzt läuft es weitaus flüssiger. Ein paar Effekte ausgemacht. Klar, auf voller Auflösung ist es logisch, dass da das Ganze nicht so ultraflüssig läuft. Aber jetzt gerade läuft es sehr, sehr gut. Bin echt beeindruckt. Ja, FPS, wir sind gerade mal bei 20, aber das Bild an sich ist flüssig. Kann man bestimmt noch optimieren, auf jeden Fall. Quality auf Low. Und jetzt sieht man schon deutlich flüssiger schon das Bild, auf jeden Fall. Ja, die FPS gehen auch hoch, 30. So, der Benchmark läuft jetzt noch ein wenig hier auf der niedrigsten Stufe. Bild ist ganz flüssig. So, vielleicht sieht es hier auf dem Bild so aus, als ob die Tastatur flackert. In echt ist es tatsächlich gar nicht so. Es leuchtet hier schön. Wahrscheinlich die Frequenz auf der Kamera oder so. Also hier leuchtet es schön, da flackert nichts. Funktioniert, also ich bin echt zufrieden. Es hat geklappt. BIOS-Update hat funktioniert. Dank hier von unserem kleinen CH341A. Also wer wirklich damit Probleme hat, jemand will von euch irgendwie ein BIOS-Update machen, besorgt euch so ein Teil. Oder wenn ihr da Unterstützung braucht, meldet euch. Ich blende hier vielleicht einmal die E-Mail-Adresse ein oder poste sie unten nochmal rein. Also wer da eine Hilfestellung braucht, wer sich nicht sicher ist, wo kann er sowas kaufen und so weiter. Ich schaue mal, ob ich den Link herausfinden kann. Dann werde ich euch unten verlinken. Ansonsten bedanke ich mich für das Video, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen etwas weiterhelfen. Laptop läuft hier, wir haben ihn zum Laufen gebracht. Display getauscht, BIOS-Update bzw. BIOS-Passwort ja, entfernt. Zurückgesetzt, wie auch immer man das nennen mag. Also, wir haben jetzt kein BIOS-Passwort mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.